Hallo lieber Stier, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im November 2022 bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay. Beginnen wir mit deiner intuitiven Message, Stier. Ich sehe eine männliche Person mit einem Kussabdruck an der Backe. Wie nennt man das? Wenn man mit rotem Lippenstift einen Kuss gibt, dann bleibt ja so eine Lippenspur in dieser roten. Was? Knutschfleck? Nein. Nicht Knutsch. Sein Kuss an der Backe. Eine männliche Person wurde mit roten Lippen, ja, auf die Backe geküsst und da ist jetzt ein Abdruck. Was ist das? Stier. Die Hohepriesterin. Ich habe auch männliche Zuschauer, ich weiß, aber die Sache ist die, da das Kollektiv aus Frauen besteht, und das ist 90%, nehme ich die Energie der Damen auf. Das ist, beziehungsweise mit weiblicher Energie. Und hier geht es ganz klar darum, dass die weibliche Person ganz genau weiß, was sie da gepflanzt hat beim Gegenüber. Da wurde ein Kuss gegeben. Und davon ist ein Abdruck geblieben. Das ist ein Stempel. Das sind Spuren, die da geblieben sind bei einer männlichen Person. Und die weibliche Person weiß ganz genau, was sie da gepflanzt hat. Ja? Wir haben hier, im Hintergrund haben wir hier Granatäpfel. Und Granatäpfel, oder? Die stehen ja bekanntlich für Fruchtbarkeit, weil sie ja, oder all diese, oder man schneidet die auf und daraus kommen dann ganz viele Früchte hervor. Oder? Diese kleinen Granatapfelkörner, oder? Das ist eine Frucht, aus der viel mehr entsteht. Und die weibliche Seite weiß ganz genau, was sie da, was sie bei der männlichen Person da damals getan hat, für Früchte jetzt tragen kann, ja? Was daraus entstehen kann. Damals war es nur ein Kuss auf die Backe. Also das ist jetzt nur symbolisch. Ja? Dieser Kuss auf die Backe ist nur symbolisch. Aber was dann daraus alles in der männlichen Person entstehen kann, blühen kann, das weiß die weibliche Person. Okay. Der Kuss auf die Backe ist, wie gesagt, symbolisch. Es kann auch sein, oder, dass du sagst, so wie ich ihm damals die Hand gegeben habe, ja, muss da was in seinem Kopf schwirren diesbezüglich. Das muss was hinterlassen haben. Oder so wie ich Sex mit diesem Mann hatte, ja, mit dieser männlichen Person hatte, wird da schon mehr in ihm entstehen als nur eben dieser Akt hier. Okay? So wie ich damals mit ihm geschrieben habe, mit ihm geredet habe, wird das einen Abdruck hinterlassen bei ihm. Ja? Also nicht Eindruck, sondern Abdruck, ja, ein Stempel. Und es wird etwas draus blühen, sagt die weibliche Seite. Die weibliche Seite, ich weiß, normalerweise sind die Ich- und Du-Legungen weiblich und männlich. Ja, da schaue ich ganz konkret weiblich und männlich bei diesen Legungen hier, Monatslegungen zum Beispiel. Da schaue ich einfach, was kommt. Und hier kommt eine weibliche und männliche Seite. Und die weibliche Seite sagt, ich vertraue auf die Energie, die ich da raussende. Ich vertraue auf diesen Abdruck, den ich da hinterlassen habe. Ich vertraue auf das Universum, ich vertraue auf die Kräfte, ich vertraue darauf, dass das, was zu mir gehört, zu mir zurückkommen wird. Ja, und wenn es nicht zurückkommt, gehört es nicht mehr. Wir kennen diesen Spruch. Gut. Die Sonnenblume, auch eine Blume, die sehr vieles hergibt. Man nimmt eine Sonnenblume und daraus hat man dann ganz viele Sonnenblumenkerne. Wir haben hier die Granatäpfel, hier haben wir die Sonnenblume mit all diesen ganz, ganz vielen Sonnenblumenkernen. Moment bitte. Das wird jetzt ein bisschen eine komische Aussage.
Aber ich habe jetzt meine Augen verschlossen und habe versucht, ein Bild vor Augen zu bekommen, ja, dessen, was da genau in dir läuft, Stier. Du sagst, dass du diesen Menschen infiziert hast. Ich habe diesen Menschen infiziert, sagst du. Dieser Mensch ist jetzt stierkrank. Das muss jetzt diesen Menschen komplett eingenommen haben. Weil ich habe die Augen verschlossen. Was ich gesehen habe, ist, wie jemand sich infiziert und sich ein Virus im ganzen Körper ausbreitet. Also das ist, das ist keine Vorhersage für irgendeine Krankheit oder ähnliches. Es ist einfach... Das, oder ich versuche ja nachzuvollziehen, was du da genau spürst, warum genau du dir so sicher bist, dass hier was auf dich zukommt. Du sagst, ich habe da bei diesem Menschen, ja, habe ich, oder diesen Stiervirus habe ich da infiziert und das muss sich ausgebreitet haben. Ja? Eine Frucht, tausende Körner. Eine Blume, tausende Kerne. Du erwartest hier etwas. Es muss jetzt was draus entstanden sein, sagst du. Nein, der Kelche. Es ist bei dir hier so ein bisschen eine duale Situation. Einerseits diese Macht. Energie, ich will was tun, ich will was sagen, ich will ein Signal geben, ich will was fragen und andererseits auch mit die Hohepriesterin und Neun der Kelche so diese Zurückhaltung aller, es kommt zu mir, es wird zu mir kommen. Jedes Mal, liebe weibliche Seite, wenn du dazu geneigt bist, hier irgendetwas zu tun, hältst du dich hier wieder zurück und sagst, nee, es wird zu mir kommen, es soll zu mir kommen, ich werde hier nichts tun, okay? Dieser Mensch ist auf jeden Fall deine Wunscherfüllung, ja? Ist auf jeden Fall deine Wunscherfüllung. Wir werden jetzt sehen. Einfach noch eine Info. Falls du zum Beispiel eine Skorpion-Dame bist, die es mit einem Stiermann zu tun hat, dann rede ich jetzt mit dir hier. Hier sehe ich eine Paarung, eine Verbindung, zwei Menschen, die miteinander in irgendwie in Relation stehen und ich sehe die Legung aus der Sicht der weiblichen Seite. Okay? Okay, das hätten wir. Wir haben hier mit Neun der Kelche, oder deswegen müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, liebe weibliche Seite. Mit Neun der Kelche haben wir das, was in dir entstanden ist seit diesem Ass der Kelche. Und ich erkläre immer, Ass der Kelche, Ass der Schwerter, Ass der Stäbe, die beginnen von selbst, ja, also alle Asse kommen von selbst, auch Ass der Münzen, aber nur Kelch, Stab und Schwert haben dann von selbst, oder die gehen dann von selbst weiter. Bei Ass der Münzen muss man etwas dafür tun, damit aus Ass der Münzen zwei der Münzen, dann drei der Münzen, vier der Münzen, ja, bei jedem Schritt muss man etwas dafür tun, damit es zum nächsten geht. Bei den Kelchlippen zum Beispiel ist das nicht so. Ass der Kelche, dieser Blick, dieser Kuss, dieser Handschlag, den du damals gegeben hast, der hat hier ja eine Auswirkung. Der geht dann einfach von selbst weiter. Ass der Kelche, der Blick, zwei der Kelche. Ich liebe diesen Menschen. Drei der Kelche, hat dieser Mensch eine andere. Vier der Kelche, oh nein, jetzt verpasse ich diesen Menschen. Fünf der Kelche, jetzt bin ich traurig. Das sind Dinge, die von selbst passieren. Und bei dir hat sich seit diesem Kuss, seit diesem Blick, seit diesem Handschlag aus diesem Ast der Kelche eine Neun der Kelche entwickelt. Es ist multipliziert. Deine Liebe zu diesem Menschen ist größer geworden mit der Zeit. Okay? Von selbst. Von selbst. Vielleicht hast du nicht einmal so oft an diesen Menschen gedacht und einmal pro Woche kam dir dieser Mensch vielleicht in den Sinn und du hast dir so gedacht, ey, krass, ich liebe diesen Menschen jetzt noch mehr wie letzte Woche. Wie ist das passiert? Ja. Wir müssen jetzt aufpassen, ja, eben, das meine ich. Vielleicht spiegelst du das, was in dir vorgeht. Ja, auf die Gegenseite. Schauen wir mal, vielleicht brauche ich meine Rosenblüten heute. Schauen wir mal. Aber nee, ich habe ein gutes Feeling. Ich habe ein gutes Feeling. Hier, voilà. Der Magier. Der Magier.
Wenn man es von den Kartenbenennungen her anschaut, dann ist die Hohepriesterin das Gegenstück zum Hohepriester bzw. zum Hierophant. Oder einfach vom Namen her, von den Titeln her. Aber wenn man die Aktivität anschaut, ja, das, was diese Figuren tun, das, was diese Energien tun, dann sind die Hohepriesterin und der Magier ein wahres Ehepaar. Der Magier ist der, der äußerlich extern Dinge manifestiert, ja. Der steht da im Leben, der hat da eine Idee, eine zündende Idee und manifestiert das hier auf Erden mit all den Elementen, die ihm zur Verfügung stehen. Die Hohepriesterin manifestiert innerlich. Positives Denken, Wunschdenken, Visualisieren, ja, Visualisation wird oft eingesetzt. Oder eben dieses Körnchen, das du bei deinem Gegenüber setzt und dann abwartest, bis es blüht und blüht und blüht und etwas ganz Großes wird, okay. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, liebe weibliche Seite, dass dein Gegenüber ja wohl infiziert ist. Na? Stiervirus. Dieser Mensch braucht einen Schuss Stier. Ja, es passiert hier auf der Gegenseite genau das, was du gedacht hast, beziehungsweise was du vermutest. Dieser Mensch tritt hier in Action. Der Magier. Hoppala. Das ist wieder rein. Die Herrscherin. Fünfter Kelch. Nee, Kollege, mit diesen großen Arkanas hier ist das hier nichts. Okay, keine Sorge. Ich erkläre dir gleich, warum hier fünf der Kelche sind. Grundsätzlich, also diese fünf der Kelche, wir haben hier neun der Kelche, hier fünf der Kelche, dazwischen sind diese vier der Kelche. Ich zeige dir rasch die vier der Kelche-Karte. Moment. Für jene, die die Karten noch nicht so gut kennen. Es gibt Leute, die jetzt zum ersten Mal ein Video von mir anschauen. Das ist vier der Kelche. Hier geht es darum, dass man jemanden verpasst hat und andere Gelegenheiten nicht annimmt, andere Gelegenheiten nicht sieht. Okay? Dieser Mensch ist hier ziemlich traurig darüber, dich verloren zu haben. Drei der Kelche hier, dritte große Arkana, die Herrscherin hier, das hier ist die Stierkarte. Ja. Also für jene, die weiblich und Stier sind, hier ist die Bestätigung, dieser Mensch hat hier vor, etwas mit dir zu manifestieren. Wir haben hier alle vier Elemente auf dem Tisch liegen. In Bezug auf das Herz glaubt dieser Mensch, dass er, sie, in den meisten Fällen ein Er hier, dich verloren hat. Ja, ich werde diese Herrscherin nicht mehr über das Herz erreichen, sagt dieser Mensch. Ich muss jetzt schauen, ob ich mit Stab, ja, Schwert oder Münze, das sind dann Tatkraft, Ideen, Kommunikation, Investitionen, ja, solche Dinge, hier noch durch kann zu dieser Herrscherin. Wir haben auch bei der Herrscherin, haben wir was? Auch wieder diese Multiplikation. Zuerst ist sie ein Mensch und dann sind es plötzlich zwei Menschen. Das gilt als die Schwangere hier. Das ist eine Person, aus der plötzlich drei weitere Personen kommen, zum Beispiel. Auch wieder diese Multiplikation. Hier haben wir die Multiplikation, hier haben wir die Multiplikation, hier haben wir die Multiplikation. Jene, die nicht schwanger werden wollen, sollen hier bitte auf die Verhütung sehr achten. Und jene, die sich das wünschen, ihr habt hier Bahn frei. Okay? Was haben wir hier? Stab und Kelch. Nee, es gibt keinen konkreten Hinweis darauf, ob es ein Junge oder ein Mädchen werden könnte. Okay? Lasst euch überraschen. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.